Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny 2 Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video schauen wir uns die Challenge im Raid Krone des Lights an, und zwar vollkommener Sieg. Was wir hier machen müssen, um den Beutezug abzuschließen, den wir bei der Clan-Händlerin holen können. Nun gut, fangen wir an. Im zweiten Teil vom Raid, das heißt, wo wir die Galran-Täuschungen töten müssen, in der Infokarte sonst noch ein Guide verknüpft, wenn man nicht weiß, wie diese Stelle funktioniert, müssen wir das Ganze abschließen. Hier ist es so, dass wir von der Galran-Täuschung den Schild 5-mal entfernen müssen. Das heißt, 5 Spieler brauchen den Buff. Wenn wir dann alle Seiten aufgemacht haben, um hier die letzten Buffträger oder den letzten Buff zu wechseln, ist es so, dass ein Spieler einen Buff haben sollte und 5 Spieler logischerweise keiner. Dann tauschen wir und dann haben 5 Spieler den Buff, um 5-mal den Schild zu entfernen. Man hat vorhin gesehen, ein Spieler hat sich kurz gekillt. Das kann man machen, um den Buff zu entfernen. Das heißt, wenn 2 Spieler den Buff haben, kann einer sich kurz killen und dann verliert er logischerweise den Buff, wenn er wiederbelebt wird. Nun, 5 Spieler haben jetzt den Buff. Das heißt, 2 Spieler rennen nach vorne, einer mit, einer ohne, entfernen den Schild. Wenn er den Schild wieder kriegt, macht der Nächste natürlich das. Und man sieht hier, wir haben uns schön in einer Reihe aufgestellt, um den Schild 5-mal zu entfernen. Ist also keine große Hexerei. Kleiner Tipp noch an dieser Stelle. Ihr dürft als Segenträger oder Buffträger nicht zu nah beim Boss stehen. Es kann nämlich sein, dass dann teilweise euer Buff entfernt wird, obwohl ihr nicht zuschlagt oder ihm Schaden macht. Das heißt, guckt, dass ihr als Buffträger, wenn ihr gerade nicht dran seid, um den Schild zu entfernen, etwas weiter wegsteht. Ihr könnt das Ganze natürlich in einer Phase machen, wenn ihr genug Schaden macht. Ansonsten macht ihr das über mehrere Phasen, das heißt Schadensphase 1 und dann die nächste Schadensphase. Ihr müsst einfach jedes Mal die 5 Schilde entfernen, damit dieser Triumph dann eben freigeschaltet wird, beziehungsweise dass ihr den Beutezug schafft. Nun gut, das wäre es eigentlich auch schon gewesen von dem Guide, wie diese Challenge funktioniert. Ist keine Hexerei, ich drücke euch die Daumen, dass ihr das hinkriegt. Lasst gerne einen Like da auf dem Video, schreibt auch gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Challenge haltet. Lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, wenn ihr zukünftig nichts mehr von diesem Kanal verpassen möchtet. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.